So, da sind wir wieder. Also es scheint so, dass wir hier irgendwie was finden müssen. Weil auf der Karte ist das ganz schön markiert. Ich würde sagen, Jackpot. Kokain im Wert von 9,9 Millionen Dollar. Bist du jetzt der Drogen-Rainman? Überlassen wir das den Cops. Das Zeug kriegen die Cops nicht. Was hast du denn damit vor? Wir sind in Los Angeles. Ich kann das in 6 Tagen verkaufen. Ach, was rede ich? Ich kenne einen Basketball-Profi. In 4 Tagen. Heißen kein Witz. Los jetzt. Ich bring das Zeug hier raus. Du kannst mir gerne dabei helfen. Der Gabelstapler fährt ungefähr 0 km/h. Damit bist du nächste Woche in Hollywood. Komm schon! Hey, Tyson, ich bin nicht blind. Und was machst du dann da? Los, ich hab's doch gleich geschafft. Solltest du mal da aussteigen? Tyson, verdammt, geh nach hinten und schieb! Raus da! Scheiße! Ja. Ich sag mal, es ist gut gewesen. Kein Wort jetzt. Gut, dann spielen wir gleich mal die nächste Episode. Schneeblind. Ja, es sah wirklich gerade so aus. Jetzt kommt Glashäuser. Oh Mann, das klingt schon mal vielversprechend. Aber ich habe nicht so viel Beweise in der letzten Mission gefunden. Mir ist ja auch alles um die Ohren geflogen. Kriegen wir ein Update oder was? Ich soll also echt den ganzen Hightech-Kram erklären, den ich hier gerade mache? Nein. Okay, hier ist was. Was denn? Party-Einladung für Kang. Nette Empfängerliste. Für viele von denen habe ich schon gearbeitet. Die Partys in Mount Olympus. Ist das ein Code? Ob du es glaubst oder nicht, das ist ein Stadtteil. Und die Party ist um Mitternacht. Ich sehe mir das mit Kai an. Bist du dabei? Ah, ich bin nicht so die Partymaus, aber... Klar. Sexy. Ding geht gleich hoch. Wo hast du das eigentlich her? Von Boomer. Der hat schon mit Bankräubern zusammengearbeitet. Interessant. Wir müssen irgendwie rein. Aber nicht durch die Eingangstür. Ja, das wäre ziemlich blöd. Wenn wir reingehen, müssen wir leise sein. Naja, relativ leise. Ja, das ist ja nicht so meine Spezialität. Neil Rock, mega Arschloch, steht auf Knarren und Drogen. Und interessiert daran, Dors Privatpolizei zu finanzieren? Vermutlich ja. Alles bestens bewacht, also habe ich... Oh. Das hier dabei. Sehr gut. Auf Alarm brauchst du nicht achten, der Strom ist auf. Na, dann ist ja gut. Dann kann ich also erwischt werden. Der Strom ist immer noch weg. Glaub mir, Boomer ist dein Partner. Na, du musst dich ja auskennen. Ich habe echt verrückte Leute um mich herum. Mal gucken. Sie sagte nicht durch die Vordertür. Aber was ist jetzt hier? Rein, und zwar leise. Ja, ist ja gut. Ich will mir die Mülltonnen ansehen. Okay, dann rein da. Oh, ich bin sogar richtig.
hat er eine Sauna oder was? Also gut, jetzt brauchen wir einen Ort für die Wanze. Boomer sagte, eine Menge Ganoven kämen zu dem Meeting. Es gibt sicher einen Konferenzraum. Okay, du kommst aber mit, oder? Oh, da stehst du ja schon. Alter, der hat eine Sauna, Fitnessstudio. Kai, hier lang. Kommt es dir auch so vor, als wäre es hier ein bisschen zu ruhig? Aber hallo. Solange keiner auf mich schießt, ist mir das recht. Aber das ist nicht sicher, wirklich. Das müsste eigentlich voll bewacht sein. Sowas ist immer nie ein gutes Zeichen. Wenn das dein Haus wäre, wo würdest du dann deine kriminellen Aktivitäten besprechen? Hier unten sicher nicht. Ja, ich würde auch lass weiter oben. Oh, scheiße, hat der eine Aussicht. Alter. Ich würde hier auch gerne wohnen. Sehr, sehr gerne. Was für ein Arschloch lebt in so einer Bude? Ein reiches Arschloch. Ein reiches Hollywood-Arschloch. Oh ja. Aha. Es sind immer die reichen Arschlöcher. Also die Kriminellen jedenfalls. Soll er das darstellen? Oh. Selbstporträts, sowas finde ich ja immer ganz toll. Oh, hier sind Beweise. Los, gehen wir mal hoch. Warte. Rock schickt diesem Typen irgendwas. Und zwar in rauen Mengen. Adresse in Florida. Hier gibt es 4 Beweismaterialien. Und einen habe ich schon. Ist gut, wenn man sich hier ein bisschen umsieht. Wer weiß, wie lange ich die Chance noch dazu habe. Hier war ich schon, oder? Ja. Guck mir mal hier hinten. Hier scheint irgendwie die Garage oder so zu sein. Da ist noch eine Tür. Oh Mann, ey, was hat der denn für Sachen? Da ist unser nächster Beweis. Rocks Firmenlaster. Na, der hat wohl schon einiges hinter sich. Oh ja. So, wir haben schon 2 Stück. Wanze platziert. Los jetzt. Oh oh. Scheiße. Komm schon. Das richtet wieder an. Habt ihr gerne Arme angeschaltet? Na toll. Gefällt mir aber nicht. Hallo. Ich dachte, es ging um Mitternacht los. Gerade eine Planänderung. Hier entlang, Gentlemen. Macht es euch gemütlich. Ich dachte, Kang würde auch kommen. Kang kommt nicht. Deine Frau ist krank. Krank? Die ist erst 25. Was hat sie denn? Schnupfen? Kang wird nicht dabei sein, weil er tot ist. Genau deshalb haben wir das Treffen vorgezogen. Ich dachte eigentlich, du würdest ihn beschützen. Unser Schutzangebot ist nun mal breit gefächert. Wer war das? Du? Ich bin weg. Gentlemen, hinsetzen. Klappe halten. Lass den Mann reden. Wisst ihr, es könnte doch alles so einfach sein. In Miami haben wir zwischen Wichsern wie euch vermittelt und Streitigkeiten wurden so beigelegt. Durch Reden. Wir wollen weder euer Gebiet noch eure Waren. Wir bieten ein Netzwerk aus Cops, Armeepartnern und Grenzschutz. Wer uns bezahlt, erhält Zugriff auf das Netzwerk. Es ging in Miami. Und es wäre schön, wenn die Hohen Herren auch hier endlich sowas wie Geschäftssinn entwickeln könnten. Sehr gut. In Kürze kommt eine Limousine mit einigen der entzückendsten Teilzeit-Kosmologie-Studentinnen von ganz Hollywood. Bitte, die Party kann beginnen. Viel Vergnügen. Liegt dir was auf dem Herzen? Kangs Mörder war vielleicht ein alter Freund von mir. Und ich muss mit ein paar Leuten reden. Ich bin nachher wieder da.
Deine Kohle ist bei mir in besten Händen. Keine Sorge. Na, jetzt haben wir die Arschkarte. Der Mistkerl ist hier? Kai. Durch das Fenster kriegen wir ihn vielleicht. Vergiss Stoddard. Ich habe eine Idee. Was? Gib mir dein Handy. Okay. Ist da was Wichtiges drauf? Nur mein Candy-Spiel. Wenn wir das in eine der Aktentaschen schmuggeln, können wir es tracken. Du willst Dors schmutziges Geld klauen, bevor es gewaschen wird? Ja. Klingt gut, aber das musst du alleine durchziehen. Halt, was? Ich muss mit Sergeant Stoddard sprechen, bevor er geht. Und wir können auch nicht zu zweit hier durchs Haus schleichen. Los, hilf mir mal. Ich hätte niemals vertrauen dürfen. Ist was Persönliches. Persönlich? Wegen denen war ich 3 Jahre im Knast. Wegen dir. Ist auch persönlich. Tut mir wirklich leid. Als ich im Knast war, starb meine Mom, Kai. Nick, das... Weißt du was? Vergiss es. Du bist mir scheißegal. Das ist jetzt nicht so gut. Wir sind hier in einer heiklen Lage, da sollte man sich jetzt nicht so auf Persönliches konzentrieren. Und sie sollte auch nicht ihr eigenes Ding machen, weil das kann schnell schief gehen. Und dann sind wir natürlich selber schön in der Scheiße. Und jetzt ist hier auf einmal eine Kiste. Wer hat mich jetzt gesehen? Da hinten. Okay. Soll er herkommen? Er ist umgekippt. Er hat nicht so viel getrunken, weißt du? Du brauchst nicht herkommen. Er kommt bald wieder auf die Beine. Vertrau mir. Verdammt! Du hast auch nicht so viel getrunken, ne? Okay, das ist jetzt ein blöder Witz, aber... Die sehen aus, als ob die tot sind. Ich bringe sie aber nicht um, oder? Ist nur ein Elektroschocker mit 10.000 Volt. Eine 85 oder so. Und Schummeln? Eine 95. So. Wie ernst müssen wir diesen Stoddard-Deal eigentlich nehmen? Rock nimmt ihn jedenfalls sehr ernst. Weiß nicht. Korrupte Bullen haben keine Ehre. Sagt der Mann, der beim Golden scheißt. Okay, ganz ruhig! Nicht so laut schreien. Ich muss hier irgendwie sicher rauskommen. Welches Handy hat jetzt geklingelt? Nicht, dass ich den jetzt unterbrochen habe und die misstrauisch werden. Das wäre nicht so gut. Ich schaue mich mal lieber in jedem Zimmer so um. Nicht, dass ich eine schöne Überraschung bekomme und einer kommt von der Ecke. Das möchte ich nicht. So, hier unten sind irgendwie noch zwei. Also, wann kommen die Schlampen denn endlich? Hey, das ist diskriminierend. Prostituierte. Na und? Sorry. Wann kommen die Prostituierte? Oh, dich kriege ich noch, du Arsch. In einer Stunde. Oh Gott. Kommt jetzt hier rein? Lalalalala. Folgen wir das kurz. Ich weiß, wo ich hin muss. Na, wo gehst du hin?
Fuck. Ist auch so klar, ich hätte es sein lassen sollen. Platin ab, los! Ihr wisst nicht, wo ich bin. Platin ab, los! Ihr wisst nicht, wo ich bin. Da ist der. Nein, das wisst ihr nicht. Ihr wisst nicht, dass ich mich im Schrank verstecke. Da drüben. Hinten. Ach, scheiße. Scheiße, wo ist der? Findet ihn! Hier, oh, der. Die kommen jetzt alle hier. Die sitzt in der Sackgasse. Findet ihn! Scheiße! Er ist hier lang! Oh Mann, nein, geht weg. Hey! Wollten noch ein paar hierher kommen. Na, was ist? Kommst du oder nicht? Das ist ja noch gerade mal so gut gegangen. Die suchen mich jetzt zwar, aber... So gesehen haben sie mich jetzt noch nicht. Na gut, ich versteck mich mal nochmal. Na gut, dann mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und hoffe, ich schaffe es im nächsten Part. Tschüss!